Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, in den letzten Folgen haben wir unser erstes kleines Schienensystem hier aufgebaut, genauso wie unseren kleinen Weizentransport plus Brottransport nach Siegburg und haben einen kleinen Kutschenverkehr in der Stadt errichtet, wo irgendwie alle Leute von dieser Station hier los wollen. Keine Ahnung wieso, aber sie haben irgendwie einen Hype auf diese Station. In dieser Folge habe ich mal, also ich habe seit der letzten Folge ein bisschen das Spiel laufen lassen. Wir sind jetzt bei 3 Millionen wieder auf dem Konto, was uns natürlich einiges an Möglichkeiten schafft. Und ich habe gedacht, wir tun mal unsere Schiene ausbauen. Und zwar von Rethem nach München. Weil vor allem wir hier auch verschiedene Produzenten auf dem Weg hätten, mit denen wir vielleicht ein, zwei kleine Sachen machen können, die uns ja, vielleicht ein, zwei auch Vorteile bringen. Die Frage ist aber eher, ob wir von Rethem nach München fahren oder von München direkt nach Siegburg und sozusagen eine erste Abzweigung auf unserem Schienen machen. Aber ich denke wiederum andersrum ist es schlau, wenn wir es direkt verbinden von Rethem aus, weil wir natürlich so mit einer Station verbinden können und die Züge einfach weiterfahren lassen können und dann einfach einen Zug weiter einsetzen, um diese Verzögerung zu ersetzen. Bedeutet, wir schauen uns mal hier das Schienensystem einfach mal an und schauen uns vor allem mal die Beschaffenheit des Bodens an. Das ging... Wo ging das nochmal? Nee, das ist ein Infofenster, das bringt mir nichts. Bringt mir auch nichts. Ich weiß, wo es beim früheren ist, ich finde es aber nicht mehr im neuen. Nicht so schlau. Map-Tool? Das war doch hier mal. Also vor 50 Jahren. Ich will mein Terra-Tool wieder. Wo ist mein Terra-Tool denn? Tool? Ah, warte mal, hier oben ist nochmal. Das hat keiner gesehen. Also. Wir haben hier. Könnten wir lang fahren? Dann geht es hier ein bisschen runter. Ist eh relativ ein gutes Gebiet, wenn man das. Wo ist München? Da ist München. Wenn wir, schauen wir uns mal an, wo könnte man danach hinfahren? Nach Bottrop könnte man fahren. Nach Bottrop und Kamenex. Wie war der Name? Kamenz. Und dann nach Erlensee und Karanichfeld. Bedeutet, wir eigentlich einen Bahnhof hier so schräg, damit wir hier den Straßenverkehr nutzen können und da auch unsere Schienen langlegen und dann teilen sie sich dahinter, hinter den zwei Hügeln. Bedeutet, schauen wir uns mal an, wie die Stadt gebaut ist. Machen wir mal hier den Übersicht aus. Und dann haben wir hier die kleine Stadt München. Stadt, Dorf in diesem Fall noch. Und wir haben eh hier rein theoretisch sogar die ganzen Personen, das natürlich perfekt ist. Jetzt müssen wir ihnen nur mal kurz die Straße hier abreißen, um einen kleinen Bahnhof hinzusetzen. Und wir pausieren einmal schnell das Spiel. Reißen hier so die Verbindung ab. Ja, perfekt. Und setzen dann einen kleinen Bahnhof hier hin. Natürlich einen durchgehenden Fahrbahnhof zum Durchfahren mit 160 Meter Länge. Das müsste mit den anderen übereinstimmen. Ja. Damit wir einfach einen relativ gleichmäßigen Bahnhof am Anfang haben, ist das wahrscheinlich das Schlauste. So, jetzt drehen wir das ganze Teil einmal um. Und schauen, dass wir den ganz gut setzen. So. Schaut doch ganz, ganz gut aus. Und jetzt machen wir nochmal den Straßenverkehr hier fertig. Dass die Stadt auch was davon hat, wenn hier schon die Bahn zu denen in die eigene Heimat kommt. Natürlich brauchen wir auch noch einen Anschluss für unser eigenes Schienensystem. Das muss, darf natürlich nicht vergessen werden. So. Ganz vorsichtig an den Bahnhof ran, ja. Und am besten ziehen wir das aber dann bis nach da hinten wieder durch. Wir machen das jetzt also hier ein bisschen gerade noch. Und schließen dann nach hinten ab. Das ist doch perfekt. Jetzt ist nur noch die Meckerei um das Stückchen Land da hinten. Aber verschieden tun wir jetzt auch noch. Das ist natürlich eine der wichtigsten Sachen wahrscheinlich, wenn man einen Bahnhof baut, dass man auch noch Schienen legt. Weil ansonsten ist der Bahnhof dezent unnötig. Aber wir können vor allem jetzt mal hier
denen zeigen, wie man eine Brücke baut. Bitte funktionier auf der Höhe. Vorsichtig? Ja, perfekt. Eine coole, coole Brücke. Perfekt. Und die kann sich direkt hiervon anschließen. Und dann geht es hier mit einer großen Landstraße. Na, das ist eine kleine Landstraße. Auch an diese Brückenanschluss ran. Schon ist das Problem gelöst und wir haben eine ordentlich saubere Lösung auch. Für das Ganze. Für die ganze Scheißerei hier. Aber schaut ganz schlecht aus. Hirsch, ich würde da runtergehen. Das könnte wehtun nachher. So, aber der Anschluss ist auch relativ gerade. Wir müssen nur hier einmal außen rum. Das ist doch super. So, jetzt hat natürlich wieder einen Schienenverkehr. Erstmal ein Stückchen gerade verlegen, damit wir da wieder unsere Verzweigungen machen können. Schön flach auch. Zack, perfekt. So, und dann... Ja, ich glaube, da sind wir zu knapp eher geradeaus noch ein Stück. Wir legen jetzt erstmal die eine Schiene. Da sind wir schon zu tief. Wir machen schon wieder eine Grube, das wird teuer. Das wird wieder teuer, das wird wieder ein Loch im Geldbeutel geben am Ende. Warum denn jetzt Brücke? Oh. Das wird teuer. Ich sehe es jetzt schon, das wird ganz, ganz teuer heute. Letztes Mal haben wir einen Tunnel gebaut, diesmal bauen wir eine Brücke. Das kann nicht gut enden. So, dann hier lang verlegen natürlich. Das zweite Gleis muss ja hinterher im Grunde. Gleich die Brücke einmal ausbauen. Jetzt haben wir keine Straßenbrücke, jetzt haben wir eine Zugbrücke. Und nicht eine zum Hochziehen. So, erstmal hier jetzt noch durch die schönen Münchner Wälder durch. Am besten gleich mal noch ein Stück gerade. Gerade Schienen sind natürlich immer die besten, wie eine gerade Autobahn. Und hier müssen wir wahrscheinlich einen ganz kleinen Knicks machen. Aber echt einen ganz, ganz leichten. Damit wir an der Mine gut vorbeikommen, genau. Perfekt, jetzt haben wir noch ein bisschen Abstand gelassen, dann können wir rein theoretisch dann Verkehr außenrum auch machen. Und das sollte hoffentlich auch gut funktioniert. So. Wie war das mit, ich komme da gut rum? Man sollte als erstes messen und dann arbeiten. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Aber ja. Erstmal hier eine Kreuzung. Erstmal wieder den Straßenverkehr blockieren. Und dann erstmal wieder das abreißen, was man erst mühevoll gebaut hat. No. Leichte Fliegen, ja, ja, das war voll wichtig und so. Aber wir erzählen Greenpeace mal nicht von der großen Waldlücke, die wir gerissen haben, um wieder alles abzureißen. Das bleibt unser Geheimnis. Ist, glaube ich, besser so. Jetzt hat hier vorsichtig rum direkt. Das schaut wesentlich besser aus. Und mal einen Direktanschluss. Ja, perfekt. Seht ihr? Alles läuft noch. Schienen. Jetzt. Läuft doch alles prima. Die zweite Schneise ist für Strom. So. Der Hirsch hat immer noch nicht verstanden, dass er von den Schienen runtergehen sollte für sein eigenes Wohl. Aber er wird schon merken, dass das nicht die beste Idee war. Signale. Erstmal Signale wieder überall hinstellen.
Sonst gibt es wieder nachher Chaos. Und das wollen wir nicht. Wir werden erstmal alles mit Zeichen voll machen. Vielleicht können wir später natürlich eine Abzweigung machen und dann beim Kupfer auch halten. Das könnte eine ganz interessante Sache werden, beziehungsweise auch praktisch, falls wir wirklich mit dem Güterverkehr später ordentlich Zaster machen wollen. Jetzt kriegt der hier mal ein Schild. Die Pokémon auch freigegeben werden, natürlich immer nachdem wir dort waren. So, runter hier wieder. Noch die Minischneise, die wir gezogen haben. Wir müssten hier, glaube ich, schon irgendwo rein, theoretisch genau. Hier. Alles beginnen. Und wir setzen dann trotzdem noch hier alles hin. Dann müssen wir unsere, das war die Linie 1, hier ansetzen und sagen, nach Rarethem kommt jetzt noch München. Und von München geht's wieder zurück nach Rarethem. Bloß um in Rarethem den Verkehr nicht zu stauen, lassen wir sie auf beiden Schienen arbeiten. Das sollte um einiges angenehmer sein. Perfekt. So wollten wir das. Hat uns jetzt über 1 Million gekostet, aber der Bahnhof und die Schienen stehen und niemand hat irgendwelche Probleme gesehen. Dann lassen wir das Ganze mal loslaufen. Wir brauchen hier lustigerweise noch einen weiteren Zug. Oh, der Zustand von mehreren. Oh, guck mal, wir haben eine Borsig jetzt. Hat mehr Leistung. Kostet 300.000. Können wir uns einen Zug leisten in der Größe? Nein. 2 Millionen, die habe ich jetzt nicht unbedingt auf der hohen Kante. So, welche Fahrzeuge sind denn nicht schlecht? Mittelmäßig. Einem guten Zustand. Sehr schlecht. Die Weizenlieferung ist sehr schlecht. Warum ist die Weizenlieferung schlecht? So. Jetzt müssen alle sehr gut sein. Jetzt haben wir sie ausgetauscht gegen neue einfach. Während der Fahrt mal kurz geswitcht. Und wir machen weiter direkt eine gute Produktion. Wir bräuchten bloß noch mehr Geld. Ist jetzt der erste Zug schon mittlerweile in München angekommen? Ne, der erste Zug fährt gerade nach München. Da fährt der kleine Junge. Schön durch die Prärie von Europa. Und jetzt in die großen Waldgebiete. Ich muss ja immer wieder sagen, obwohl das eine großartige, große Simulation ist, ist es richtig gut designt. Und auch sehr genau design. Auch die ganzen Bäume schauen sehr, sehr fein aus. Was immer wieder schön macht, die auch anzuschauen, die kleinen Wäldchen. Und auch die Züge, die hier durchbrettern, natürlich. Und sie sind auch dezent laut. Aber ja. Sind Passagiere drin. Kurz mal hier zur Untersuchung anhalten. Ja, da sind echt. Seht ihr die? Da drin sitzen sie. Ganz klein und fein sitzen sie im Zug drin. Perfekt. Und wir wollen natürlich die erste Einfahrt live ansehen. Willkommen in München. Würde ich mal sagen, ne? Unser erster Zug in München. Schönes Bild. Einfach schönes Bild. So. Ich glaube, hier wollte bloß noch keiner aussteigen. Das kommt noch. Oh, wie viele Leute warten jetzt hier? Oh, wir Siegburg und wir München. Jetzt haben sie sich schon aufgeteilt. Das heißt, wir müssen bald mehr Geld investieren. Wo ist eigentlich der andere Zug? Ach, der kommt gerade wieder nach Rarethem. Das ist praktisch. Ich verstehe immer noch nicht, wieso Leute direkt am Bahnhof leben wollen. Das ist doch bummlaut. Oh, was ist das denn? Ein kleines süßes Zügelein. Der wird jetzt weiter beladen. Der nimmt jetzt die ganzen nach München mitfahrenden Leute mit.
während unser Gegenzug auch unterwegs ist wieder. Aber ich glaube, wir brauchen ja hier mindestens 3 bis 4 Züge fürs Erste, die wir dann hoffentlich später mal ersetzen können. Weil bald müssten wir von Siegburg auch mal nach Tauernbriez fahren. Dann haben wir nicht wirklich mal unseren kleinen Kopfbahnhof hier auch als Umstiegsstelle. Das wird alles ein bisschen mehr Geschäftliches hier treiben passieren. Und warum? Ich brauche den Platz später, Leute. Ihr wisst, dass ich euch irgendwann mal abreißen werde. Sie trauen sich trotzdem. Respekt. So, Respekt. Und jetzt kommt unser Zug aus München wieder. Der macht noch keine Einnahmen. Das ist aber auch irgendwie verständlich. Aber ich würde sagen, fürs Erste reicht das. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.